Ein 628 im Regio-Dienst. Nur noch an einigen Orten in Deutschland ein gewohntes Bild. Die kantigen Trieb- und Steuerwagen werden immer mehr durch neue Fahrzeuge verdrängt. Im Bahnhof Timmendorfer Strand hat die Regionalbahn nach Lübeck einen Halt. Die zweiteiligen Dieseltriebwagen haben lange Zeit den Nahverkehr auf Nebenbahnen bestimmt. Die Baureihe 628.2 ist seit 1986 und die Baureihe 628.4 seit 1992 unterwegs, gebaut von namhaften Fahrzeugherstellern. Bis heute eine Hochburg sind die Strecken der Südostbayernbahn rund um Mühldorf in Oberbayern. Auf dem Weg von Burghausen nach Mühldorf hat dieser Regiozug einen Halt in Altötting. Blicken wir kurz in die Geschichte. 1974 kommt mit dem 627 ein neuer Triebwagen auf die Gleise. Zunächst werden 8 Stück von den einteiligen Fahrzeugen gebaut. Der neue Typ in Leichtbauweise ist für den Betrieb auf Nebenbahnen und zur Ablösung der alten Schienenbusse vorgesehen. Zeitgleich wird die Baureihe 628.0 auf die Gleise gestellt. Ein kurz gekuppelter Doppeltriebwagen mit Übergang. Vom Aufbau und Leistung entspricht er weitgehend dem 627. Insgesamt 12 Einheiten werden von den Firmen Düwag und Linke Hofmann Busch geliefert. Im damals aktuellen Farbschema Ozeanblau-Beige. Bis zur Abstellung im Jahre 2004 sind einige noch so unterwegs gewesen. Einige Doppeltriebwagen erhielten nach 1986 die neuen Regionalbahnfarben Mint-Türkis-Pastell-Türkis. In Kempten hat ein Zug Ausfahrt nach Garmisch. Seit 1981 kommen nochmal 5 einteilige Triebwagen in den Bestand. Die leicht veränderten Fahrzeuge werden als Baureihe 627.1 geführt. Statt der Längssicken haben diese nun eine glatte Außenhaut.
Die neuen 120 km/h schnellen Triebwagen bewähren sich sofort. Nur über die schwache Motorleistung gibt es Klagen. Der 628-2 ist der erste Zug, der in den neuen Produktfarben für den Regionalverkehr ausgeliefert wird. Damals oft negativ beurteilt. Nach der politischen Wende im Herbst 1989 kommen 628 nun auch auf Reichsbahngleise. Im Frühjahr 1990 wird 628-255 vorgestellt. Ausfahrt im damals fahrdrahtlosen Bahnhof Berlin Zoologischer Garten. Auch in Sachsen und Thüringen kommen die Triebwagen zum Einsatz. Hier zwischen Rochlitz und Glauchau am Görener Viadukt. Heute ist die Strecke stillgelegt. Ab 1992 kommt eine verbesserte Version auf die Gleise, die Baureihe 628.4. In der zweiten Serie gibt es einige Änderungen. 20% mehr Leistung, größere Einstiege an den Kurzkupplungsenden und ein neues Innenraumdesign. Bis 1995 werden insgesamt 309 Einheiten der zweiten Serie in Betrieb genommen. Die zweiteiligen Triebzüge beider Baureihen sind vom Nebenbahnbetrieb jetzt nicht mehr wegzudenken. Seit 1996 werden alle Regionalbahnfahrzeuge in verkehrsrot lackiert, die Türen in lichtgrau. So bekommen auch die 628 ein neues Outfit. Einige Züge haben auch eine Zulassung für polnische Gleise erhalten. Von Angermünde und von Lübeck aus wird das heute polnische Stettin erreicht. Die Züge der beiden nach Stettin verkehrenden Regionalbahnlinien werden gut angenommen. Oft sind sie bis zum letzten Platz besetzt.
Über 450 zweiteilige Triebzüge sind von beiden Varianten in Dienst gestellt worden. Im Frühjahr 2017 sind davon noch etwa 150 unterwegs. Einige auch bei Privatbahnen und im Ausland. Es wird also nicht mehr viel Zeit vergehen, bis die zuverlässigen Regionalbahnfahrzeuge von den Gleisen verschwunden sind.